Ich darf mit meinem nächsten Gast weitermachen und dadurch, dass wir heute schon ganz viel jetzt in der kurzen Zeit über den Menschen im Mittelpunkt gesprochen haben, passt es wunderbar, dass du von der Stiftung Menschen für Menschen kommst. Herzlich willkommen, Sebastian Brandes. Danke. Wir haben über Purpose, über Sinnstiften, über Purpose-Driven, über einen Sinn und Zweck in die Arbeit bringen, schon mit einigen Menschen jetzt auf dieser schönen Couch gesprochen. Und jetzt dürfen wir von dir erfahren, in welcher Art und Weise du zum Beispiel von 20 Jahren Wirtschaft dir überlegt hast, jetzt geht's in die Stiftung. Was hat dich dazu bewogen? Sehr gute Frage. Also das ist ja kein Prozess, der von heute auf morgen passiert. Nicht? Ja. Nein, nicht wirklich. Okay. Nein, ich habe immer schon versucht, da wo ich bin, nachhaltig zu wirken. Mein Gedanke war, entweder im wirtschaftlichen Bereich von innen zu reformieren oder man steht außerhalb und versucht, von außen Trouble zu machen sozusagen. Und habe immer versucht, da wo ich war, Ökostrom einzuführen oder als einziger Geschäftsführer Fahrrad zu fahren, wenn die Porsche fuhren und so, immer so ein bisschen Akzente zu setzen. Und dann kommt so ein Punkt, da ist man 49 und dann kam so ein Schnitt, jobmäßig, und dann habe ich gedacht, das ist jetzt die Chance, was Neues zu probieren. Wollte eigentlich noch ein Unternehmen übernehmen, um das zu transformieren, und dann habe ich mir diese Stiftung durch Zufall angeschaut und war so begeistert. Ich sage, das ist im Grunde auch ein Unternehmen mit über 600 Mitarbeitern, was auch eine Transformation braucht, vielleicht hin zu mehr Wirtschaft, vielleicht hin zu mehr Kooperation. Ist zwar eine Stiftung, aber letztlich auch eine Struktur, die man irgendwie steuern muss und weiterbringen muss. Und das war die großartige Chance, die ich dann wahrnehmen durfte. Und jetzt bist du schon in diesem ganzen Kontext drin, dass man mit einer Stiftung auch eher schon mal etwas Sinnstiftendes verbindet, ja, als Arbeit und auch von außen drauf blickend. Wie viel ist dann vielleicht der Transformationsprozess, den du gerade gesagt hast, notwendig für diesen Bereich? Also ich glaube, die Herausforderung, die wir heute haben, ob das jetzt Klimawandel ist oder Flüchtlinge oder Bevölkerungswachstum, kann ja kein Sektor alleine. Bringen. Weder die Politik schafft es, noch die Wirtschaft mit viel Geld, noch sozusagen der NGO-Sektor, muss man ganz ehrlich sagen. Die brauchen im Grunde die Kollaboration. Und so sehe ich meine Rolle auch in dem Brückenbau. Oft ist es ja einfach die Sprache, die sozusagen so unterschiedlich ist im NGO-Bereich. Sehr viel ist das Thema böses Kapital, mit dem wir nichts zu tun haben. Während auf der Wirtschaftsseite heißt es, ach ja, die Süßen sozusagen, die da versuchen, irgendwas zu machen. Und ich glaube, die Kunst ist zu verstehen, dass beide Strukturen sind, die eine Effizienz brauchen, die sozusagen einen Sinn in sich auch haben. Und den zusammen ist benötigt, um tatsächlich die Bewegungen oder die Probleme anzugehen. Sei es Klimawandel, nicht? Also Kooperation mit Unternehmen ist ein großes Thema, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, insbesondere deswegen, weil da das Geld sitzt, da die Effizienz sitzt und hier das Know-how, wenn es darum geht, mit Menschen umzugehen. Und hin zu einer menschlicheren Wirtschaft braucht es diese Kooperation, diese beiden Know-how-Pools zusammenzubringen. Und das gehen wir jetzt sehr stark an, allerdings immer mit der Maßgabe, dass die Regeln so funktionieren, dass sie immer für die Menschen sind, dass der Mensch im Zentrum steht. Und wie leicht geht das? Also es hört sich wunderbar an. Ja, weiß. In der Theorie hört sich das wunderbar an. Wie ist die Praxis? Die ist schwierig. Die ist schwierig, weil man natürlich auch wirklich, es muss viel zusammenpassen. Ja? Ich habe 20 Jahre lang irgendwelche Geschäftsmodelle mir angeschaut und da muss auch immer vieles zusammenpassen. Nicht jedes Geschäftsmodell ist erfolgreich. Und hier rede ich immer von Bedarfsmodellen. Wir versuchen sozusagen den Menschen, die gesamtheitlichen Bedarfe des Menschen zu erfassen, und das wird noch komplexer natürlich. Der hat ein Bedürfnis nach Liebe, nach Bildung, nach Wasser, aber auch nach Zukunft. Und das gemeinsam aufzubauen, da Wertschöpfungsketten zu finden, die das abbilden, ist nicht ganz trivial. Man braucht auch Partner, die das Verständnis haben, einen langfristigen Weg zu gehen. Da sind zum Beispiel Familienunternehmen manchmal viel interessanter als große Konzerne, weil die in sich inhärent oft eine langfristige Gedanken haben. Und man muss die Menschen auch mitnehmen, auf unserer Seite im NGO-Bereich, dass das nichts Böses ist, sozusagen, dass da auch willige Menschen sitzen auf der anderen Seite sozusagen. Und da ist oft die Sprache schon der erste Schritt. Welche Vorteile kann es denn für die Wirtschaft bedeuten, sich in so einer Unternehmung in einer Kooperation zusammenzuschließen? Ganz viele Unternehmen machen sich ja Gedanken über ihre Lieferkette. Wie kriege ich meine Lieferkette nachhaltig? Sei es im Textilbereich, sei es im Foodbereich. Und statt Afrika selbst verstehen zu wollen, sage ich, spreche mit uns. Wir sind seit 40 Jahren da. Wir haben über 600 Mitarbeiter. Wir haben alle Sprachen im Dings. In der Kooperation sozusagen können wir euch Know-how liefern und das Investment de-risken. Gerade wenn es um Lieferketten geht, als Kaffee, sei es Honig, können wir wahnsinnig viel voneinander profitieren. Und wir können der Bevölkerung helfen, quasi eine Wirtschaft mit aufzubauen, die nachhaltiger ist.
Jetzt hast du dich schon lange mit der ganzen Problematik beschäftigt, beziehungsweise hast nach 20 Jahren überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ja. Wie ist denn der Schritt für jemanden, der jetzt erst in das Berufsleben einsteigt und sagt, ich möchte genau mit dem, was ich mache, schon einen Sinn, einen Zweck auch wirklich mit in die Arbeitswelt nehmen? Ist der Schritt in eine NGO direkt der vielleicht in dem Fall dann bessere, obwohl wir gar nicht, ne, von dem Besseren oder, genau, Schlechteren reden wollen? Ich finde, es gibt großartige Unternehmen und Unternehmer. Ich würde da gar keine gute. Man kann auch im Unternehmen sinnstiftend, sehr sinnstiftend sein. Das würde ich überhaupt nicht bewerten wollen. Ich glaube, das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Ich hätte den Weg jetzt nicht gehen können, wenn ich die 20 Jahre nicht da Erfahrung gehabt hätte. Ich wäre wahrscheinlich immer einen anderen Weg gegangen. Und da muss jeder für sich den Weg finden. Ich glaube, man kann beide Wege wirklich gehen. Es ist heutzutage noch so, dass der Weg, muss man ganz ernst sagen und ganz offen sagen, der Weg vom Unternehmen im sozialen Sektor ist wahrscheinlich eine One-Way heutzutage. Und es gibt immer noch zu wenig, die diesen Weg gehen. Das ist auch mit Einkommenseinbußen, von dem muss man wollen. Aber ich kann nur sagen, der Reward auf der anderen Seite, der ist so großartig. Man kann sich jeden Tag, darf man sich mit Themen beschäftigen, die wirklich die Menschheit bewegt und den Menschen tagtäglich sozusagen helfen. Helfen ist immer so ein schwieriges Wort. Ich finde helfen immer sehr einseitig, also unterstützen, partnerschaftlich aufzubauen. Und wir betreuen 1,2 Millionen Menschen jeden Tag. Ja, heute gehen 500.000 Menschen in Schulen, die wir in den letzten 40 Jahren gebaut haben, jeden Tag. Also Schüler. Und das ist einfach ein großartiges Gefühl. Und das Gefühl, wenn man das haben möchte, heute schon auch als Berufsanfänger, kann man das nur so machen. Wenn man meint, ich muss erst noch was anderes lernen und gehe später, ist das auch ein Weg. Da gibt es kein One-Size-Fits-All, glaube ich. Und wie würdest du sagen, ist es für jemanden, der sich mehr zu diesen Themen vielleicht hingezogen fühlt, egal welches Alter, egal wann in dem ganzen Berufsleben, wie findet man den Kompass dafür oder wie hast du den für dich gefunden? Ja, weil du hast vorhin von einer kleinen Revolution gesprochen, wir hatten schon die stille Revolution. Das heißt, ich glaube, Man muss sich immer wieder erden, in gewisser Weise. Ich war lange Unternehmensberater und bin im Flugzeug hingeflogen, Taxi gefahren. Und wenn man nicht einen Partner hat oder ein Umfeld hat, was dann immer wieder sagt, Moment, bist du jetzt eigentlich noch, bist du das? Ja? Man kann sehr leicht abdrehen in der Begeisterung und der Verführung des Geldes. Total einfach. Und auch überhaupt nicht verwerflich, finde ich. Das ist halt so, menschlich. Und immer wieder zu sagen, ist es das eigentlich? Ich spreche so viel mit Leuten, die zwischen 50 und 60 sind, sagen, du, ach, ich würde ja auch so gern, aber dann habe ich noch das Haus abzuzahlen, die Familie und so. Da sind so Sachzwänge entstanden. Und wenn man früh genug aufpasst, zu sagen, ich will mich nie in diesen Sachzwang begeben. Ich will immer so leben, dass wenn ich morgen 30% weniger Einkommen habe, trotzdem noch sehr froh bin. Das ist, glaube ich, die Kunst über die Zeit, dass man diesen Sprung nicht so hart empfindet und den bewusst ist zu gehen. Also will ich es zu gehen. Und was würdest du sagen, ist dein Umfeld heutzutage? Also ich finde es, was es heutzutage ist. Ist es, ja, wenn, also in dem ganzen Jahr, was jetzt auch nochmal anders war. Also ich hätte sozusagen den Weg nicht gehen können, wenn ich nicht ein Umfeld hätte, was sozusagen so geerdet ist und mich auch immer wieder Du hast ja diese Leitplanken bekommen, ja? Also ja, genau. Rechts und links. Was ich heute großartig finde, ist, dass ich wirklich in dieser Aufgabe mit so vielen tollen Menschen zusammenkomme. Leute, die sich Gedanken machen über die Welt, die auch Unternehmer, großartige Unternehmen, sagen, ich habe viel Glück im Leben gehabt, ich will das zurückgeben. Also die Vielzahl der Menschen, die da an was arbeiten, um gesellschaftlich was zu verändern, die ist natürlich schon viel größere Auswahl. Tolle Spender, tolle Partner, als jetzt, muss ich sagen, im klassischen Unternehmensumfeld, wo halt doch andere Größen in der Regel eine große Rolle spielen. Und das ist das Geld, das ist sozusagen der Status, der nicht zu verachten ist, der ist wichtig. Ja? Jeder Mensch braucht Anerkennung. Ja. Aber was für eine Form von Anerkennung, ist die nachhaltig? Ja, ist die, macht ich mich noch glücklich, wenn ich vom Job aussteige? Kann ich mich noch morgens in den Spiegel schauen? Ist es das? Nicht so viele Leute sagen auf dem Sperrbett, hätte ich doch mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht. Der klassische Spruch. Ja. Warum erst warten bis dahin? Warum nicht jetzt schon anfangen und sagen, dann kommt eben jemand zu mir, nimmt mich nicht mehr ernst, weil ich halt nicht die Senatorkarte habe, die sowieso niemand mehr haben wird in den nächsten Jahren, sondern habe irgendwas, was mich wirklich, wirklich trägt. Ja, und was ich, wo ich auch noch in 10 Jahren sage, das, ja, da kann ich drauf zurückschauen und sagen, das hat mich wirklich gefesselt, begeistert und da brenne ich heute noch dafür. Ja. Wenn du von Begeisterung sprichst, hast du ein Highlight von diesem Jahr? Ja, wir haben, wir wollen unsere Bedarfsmodelle auch ändern. Das klassische Spendenmodell ist eins, aber ich finde, es gibt viele andere Formen der Kooperation. Heute dieses Jahr haben wir einen Vertrag geschlossen mit Ecosia, der Suchmaschine, und pflanzen seit diesem Jahr
Bäume mit Ecosia. Christian Kroll kommt da, glaube ich, auch morgen, noch. Genau. Morgen, genau. Ja, ja. Und das finde ich großartig, weil ich glaube, da haben sich auch zwei Seiten gefunden. Wir arbeiten ja, wir pflanzen ja nicht nur Bäume, sondern wir arbeiten ja für den Menschen eigentlich. Und als Mittel zum Zweck bauen wir die Ökologie drumherum auf. Mhm. Und die pflanzen Bäume, merken aber, sie können ohne den Menschen zu betreuen die Bäume nicht pflanzen. Weil ohne dass die Menschen auch alternative Einkommensmöglichkeiten haben, werden sie die Bäume nicht stehen lassen. Also es braucht diese enge Kollaboration Menschen für Menschen mit dem Klima und mit der Ökologie. Und das war irgendwie gleich ein gemeinsames Verständnis. Und deswegen glaube ich, das ist eine sehr langfristige Partnerschaft wird. Das hat mir großen Spaß gemacht. Wenn du jetzt sinnstiftend schon tagtäglich unterwegs bist, beschäftigst du dich noch mit Sinn und mit Purpose? Total. Ja. Ich meine, inwiefern? Eine interessante Frage ist, was ist Entwicklung? Mhm. Ich bin jetzt eine Entwicklung durchgelaufen, die extrem erfolgreich war, insbesondere in den letzten 150 Jahren. Ölenergie quasi umsonst. Sind wir gigantisch entwickelt. Man kann sich aber fragen, ob wenn 70 Millionen Menschen einen solchen Präsidenten wählen wollen, ob das wirklich ein Entwicklungsdeal alle haben wollen. Mhm. Es gibt sehr interessante Diskussionen in Afrika. Vordenker, die sagen, wir sollten eine afrikanische Entwicklung durchdenken und nicht den West kopieren. Mhm. Ganz interessante Frage. Und wenn wir eine Straße bauen, ein Dorf, was bisher nie eine Straße hatte, muss man sich immer bewusst werden, die Straße hinein oder raus für die Menschen zum nächsten Markt ist auch eine Straße hinein für andere Güter, die vielleicht nicht nur von Vorteil sind für die Menschen. Mhm. Und so ist immer die Frage, muss man ständig überlegen, wie weit gehen wir eigentlich in der Partnerschaft, was ist noch Hilfe, was ist schon aufoktroyieren. Und da muss man sich immer fragen, was ist jetzt noch sinnvoll? Hast du da vielleicht einen Tipp, der praktisch ist im Alltag oder etwas, womit man sich das verankern kann? Ja, ich glaube, es braucht eine ständige Gratwanderung. Mhm. Ja, also eine ständige Gratwanderung ist wirklich nachhaltig zu überlegen. Ich finde, wenn man immer wieder zurückkommt zu dem Thema, die Menschenwürde ist unantastbar. Mhm. Und davon sich diesen Satz immer mal wieder, was ergibt sich daraus? Ist das noch würdevoll, was ich da jetzt tue? Respektiere ich mein Gegenüber noch? Ist das noch auf Augenhöhe? Wenn ich Äthiopien rede und aufs Dorf fahre, wo ich jetzt vor 3 Wochen wieder war und dann mit den Bauern rede, wann bin ich eigentlich noch als Mensch zu Mensch auf gleicher Ebene? Wann wirkt es vielleicht paternalistisch? Wie weit kann man da seine eigenen Ideen mit einbringen? Wie weit muss man einfach auch zuhören und sagen, das ist euer Land, dein Leben? Das ist so, man muss es immer wieder austesten. Da gibt es keinen richtig und falsch, glaube ich. Und wenn wir jetzt lokal gucken und nicht vielleicht in der großen Weltgeschichte, was würdest du dann sagen? Lokal. Das also, kann jeder vor seiner eigenen Haustür machen. Ja, also ich finde dieses Thema, die Würde des Menschen ist unantastbar. Mhm. Und Sie fragen, lebe ich so, dass ich die Würde aller um mich herum tatsächlich respektiere? Ist schon ein relativ einfacher Satz, der aber schon sehr viele Konsequenzen hat. Wenn ich mich streite mit jemandem, wenn ich versuche, eine Machtposition zu erreichen und andere versuche zu übertrumpfen, ist das noch, respektiere ich dann sozusagen die Menschenrechte und die Menschenwürde eigentlich noch entsprechend? Das ist, finde ich, einen sehr starken Satz, der wahnsinnig viel ableiten lässt. Und den will ich genauso stehen lassen, weil das ist ein wunderbarer Gedanke, den ihr gerne mitnehmen könnt, liebe Zuhörer und Zuschauer. Und vielen, vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit heute Abend. Danke auch.